Der Tag der Bundeswehr wurde in Fritzlar zum Volksfest. Knapp 60.000 Menschen strömten am Wochenende in die Georg-Friedrich-Kaserne. Auch wenn die erwarteten 100.000 Besucher nicht kamen, war man seitens des Veranstalters voll und ganz zufrieden. Die Fläche zwischen Hallenvorfeld und Flugfeld war von Menschen übersät. Hier standen unter anderem die Hubschrauber im Besucherinteresse. Die waren begeistert und genossen die tolle Atmosphäre und das vielfältige Angebot. Keine Probleme gab es da mit den Parkplätzen. Unter anderem wurde für die Veranstaltung die A49 zwischen Felsberg und Neuental-Bischhausen voll gesperrt. 14.000 Parkplätze standen hier zur Verfügung. Diese Kapazität wurde aber nicht ausgelastet. Auch die größte ausgestellte Maschine, die Transall, zog die Besucher an, die staunend durch das große Transportflugzeug gingen. Höhepunkte der Veranstaltung waren die Flugvorführungen der Kampfhubschrauber Tiger und Bo 105. Sowie des Transporthubschraubers NH90 und die Einlage der Fallschirmspringer. Nach der letzten Flugvorführung ging der Besucherstrom dann wieder in Richtung Ausgang. Ganz unbeeindruckt von der Veranstaltung waren lediglich die Störche auf dem Schornstein des alten Heizkraftwerkes.